Danke, Herr Präsident, sehr geehrte Frau Volksanwältin, sehr geehrte Herren Volksanwälte, sehr geehrte Damen und Herren. Der 39. Bericht der Volksanwaltschaft hat wieder deutlich gezeigt, wie sehr die Menschen der Volksanwaltschaft vertrauen, wenn sie Hilfe suchen, wenn sie Aufklärung suchen, wenn sie Unterstützung brauchen, und in vielen Fällen wird auch Positives bewirkt. In letzter Zeit ist wieder ein vermehrtes Aufkommen an Beschwerden über das Pflichtschulsprengelsystem zu verzeichnen. Oft bemühen sich die Eltern besonders begabter Kinder vergeblich, die passende Schule zu finden. Und ich gehe jetzt auf ein Beispiel ein aus dem Berichtsjahr 2015. Ein Kind, eine Schülerin, schaffte die Aufnahmeprüfung in der Musikklasse der neuen Mittelschule im Blindenmarkt und stellte damit die musikalische Begabung einmal mehr unter Beweis. Dennoch wurde ihr der Besuch der neuen Mittelschule Blindenmarkt zunächst verwehrt. Da ja die Heimatgemeinde Yps die Übernahme der Schulerhaltungsbeitrages verwehrt wurde, so hatte das Kind, die musikalisches begabtes Kind, ausgerechnet die Sportschule, die neue Mittelschule in Yps, als sprengeleigene Schule besuchen müssen. Und in diesem Fall, nach Darstellung in der ORF-Sendung Bürgeranwalt, wurde eine positive Lösung gefunden. Die Aufnahmen der Gemeinde Blindenmarkt, diese Schule Blindenmarkt, neue Mittelschule mit Schwerpunkt Musik, verzichtete auf den Schulerhaltungsbetrag, machte von ihrem Ablenkungsrecht keinen Gebrauch und nahm somit dieses Kind, diese Schülerin auf. Sehr geehrte Damen und Herren, Fälle wie diese werden immer wieder an die Volksanwaltschaft herangetragen, denn dies ist schon seit vielen Jahren, seit 1996, ein großes Thema. Vermehrt werden in Schulen Schwerpunkte wie Musik, Sport oder EDV angeboten, und daher ist auch der Wunsch nach dem Besuch einer bestimmten Schule nachvollziehbar, beziehungsweise bietet sich ja gerade nur an. Dem stellt allerdings das starre Schulsystem, das Sprengelsystem entgegen. Sehr geehrte Damen und Herren, es ist wichtig, jedem Kind einen gesicherten Platz anzubieten, aber zusätzlich sollte das Schulsprengelsystem flexibler geschaffen werden, damit die Neigung von Kindern besser berücksichtigt werden kann. Viele Anregungen von der Volksanwaltschaft sollen wir ernst nehmen und daran arbeiten, um Gesetze oder Systeme zu verbessern, zu vereinfachen oder sinnvoller zu gestalten. Vielen Dank.